So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2 die Nacht des Raben mit der Mod Die Rückkehr. Und wir nehmen uns jetzt sofort den zweiten Minecrawler hier vor, bevor der irgendwie was registriert hier. Hier haben wir ihn auch in einer sehr guten Position. Er hat fast keine Möglichkeit, beiseite zu weichen. Deswegen wird das jetzt sehr schneller gehen. Also schneller als der andere, große. Ah, jetzt dreht er sich gut weg. Ja, aber ihr seht schon, der hat nicht einmal den Hauch einer Chance gerade. Der wird einfach niedergemäht. 3, 2, 1 und tschüss. So, damit dürfen wir jetzt 11 Crawlerplatten haben. Das reicht jetzt gerade so für die, 12 sogar, für die Rüstung von Barem. Wir haben auch ein neues Schwert gefunden. Es ist ein Zweihandschwert, Tanz des Todes. Macht wohl, glaube ich, 120 Schaden oder so, habe ich mir sagen lassen. Müsste aber ziemlich weit oben erscheinen hier. 115 Schaden bei 70 benötigter Stärke, das ist natürlich sehr guter Wert eigentlich. Und wir haben ein Minecrawler-Ei gefunden. Ja, und es soll auch noch irgendwo eine Königin geben, eine Minecrawler-Königin. Die müssen wir wahrscheinlich auch noch fertig machen. Aber wahrscheinlich nicht hier und nicht jetzt. So. Mir fehlt aber immer noch dieser eine Crawler. Ich meine, da war noch einer. Wir schauen mal hier nochmal schnell rein. Hier dürfte aber alles so aussehen wie im Vanilla Gothic. Ah, der hat sich hier verirrt. Guck an. Wenn ich Glück habe, hängt der jetzt sogar. Oh nein, der hängt nicht. Wie ist denn der überhaupt hier reingekommen? Aua. Ich habe selber Schuld, Herr Crawler. So, ich habe den nur mal hier rauslaufen lassen. Nicht, dass der in einem Stein dann irgendwie festhängt und dann bekomme ich nicht mal die Platten. Das kann ich nicht riskieren. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, das ist hier die Feuerprüfungshöhle. Da bekommt man dann den Schlüssel von den Feuermagiern und muss dann den Pfad finden. Da drin befindet sich ein Runenstein. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Prüfung des Feuers ablegen, denn wir wollen ja kein Feuermagier werden. So, es ist auch schon wieder dunkel geworden hier. Und ich habe eine Pflanze vergessen. Fatal. Ich guck mal, ich werde mal schauen, ob ich bei den Sumpfkrautsammlern ein bisschen schlafen kann, ohne dass die mich gleich angreifen. Das wäre nämlich richtig cool. Ja, und dann machen wir noch den Rest der Runde. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das hier mit dem Schlafen aussieht. Ich muss sowieso immer abspeichern, um zu gucken, dass ich nicht hier 3-4 Tage am Stück durchschlafe. 16. Tag, 20 Uhr. So. Okay, gut. Ach, das kann wieder eine Weile dauern. Ich speichere lieber nochmal drüber. Siebzehnter Tag. So, einmal noch. Perfekt. Und dann geht's auch wieder weiter im Morgengrauen.
So, als nächstes kommt dieser Steinkreis, dieser Sonnenkreis. Da werden wir mal schauen, ob wir da Dragomirs Armbrust vielleicht finden. So, hier dürften jetzt gleich ein paar Molarats kommen. Ja, da kommen sie schon angewackelt. Okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. So, da drin wird es jetzt gleich ziemlich gefährlich. Deswegen laufe ich da am besten gar nicht erst rein. Das sind nämlich Skelette und Schlimmeres. Müssen auch da gar nicht rein eigentlich. Gibt es im Moment für uns eh noch nichts Interessantes. Normalerweise müsste da nämlich die Drachenschneide auch drin sein. Die wird natürlich auch vom Gothic 2 die Nacht des Raben von Schattenkriegern bewacht. Und ich denke mal, da werden auch mindestens wieder Schattenkrieger drin sein. Die natürlich extrem stark sind. Also, sind Meister im Zweihand und haben eine der stärksten Zweihandwaffen. Also da ist echt kein Durchkommen bei den Viechern. Und es sind natürlich auch gleich zwei oder drei Stück da unten. Klar, man kann sie einzeln rauslocken, aber die anzugreifen, da würde ich jetzt sowieso nur Minimalschaden machen von 5. Ja, denn 5 Schaden macht man ja immer. Wenn zum Beispiel ein Gegner jetzt eine Rüstung anhat, keine Ahnung, die 100 Rüstung hat und ich habe jetzt eine Waffe mit 40 Schaden und ich lande einen normalen Treffer, ohne Volltreffer ziehe ich ihm auf jeden Fall trotzdem 5 Lebenspunkte ab. Das kann dann unter Umständen natürlich sehr, sehr lange dauern. Deswegen sind Volltreffer generell gut. Weil, wenn ich jetzt nämlich, nehmen wir mit unser Beispiel mit 100 Schaden, ich habe jetzt 50, ja okay, ist jetzt ein blödes Beispiel, ich habe 50 Stärke und eine Waffe, die macht 40 Schaden. Bei einem Volltreffer werden dem Waffenschaden noch die Stärke hinzugerechnet. Das heißt, bei einem Volltreffer würde ich 90 Punkte Schaden austeilen. In unserem Beispiel würde ich natürlich dann trotzdem nur 5 Punkte abziehen, weil ich mit meinem Schaden natürlich immer noch nicht über den Rüstungswert des Gegners drüber bin. Aber wenn er jetzt zum Beispiel, zu holen. Ich glaube, Blutfliegen haben gerade mal 40 Punkte. Wenn ich da natürlich einen Volltreffer lande, füge ich dem Vieh natürlich 50 Punkte direkten Schaden zu. Ja. So läuft das eben. Und jetzt muss ich wieder zwei solche untoten Wesen hier aus dem Weg räumen. Den mag ich eigentlich gar nicht töten jetzt, aber... Da sind sie auch schon. Goblin-Skelette wieder. Ich glaube, die Viecher werden nie Freunde von mir werden. Ich werde da mal ein bisschen Magie einsetzen, denn ich habe jetzt keinen Bock hier auf so zwei groß angelegte Kämpfe.
Allerdings muss ich einen leider trotzdem erstmal anlocken, weil sonst kommen beide wieder angerannt. Oh, das erste kommt schon. Das ist natürlich jetzt schlecht von mir. Heißt, wir kämpfen jetzt erstmal den ersten. Oh, es kommen gleich alle zwei. Das ist natürlich noch viel, viel schlechter. Rennen die einem eigentlich so lange hinterher? Ja, das hat wahrscheinlich auch nicht wirklich was gebracht gerade. Aua! Oh, das ist doch gemein, echt. Ich hoffe, dass der andere mich jetzt nicht bemerkt. Na, das schaffe ich nicht. Ah, das ist doch echt zum Kotzen. Mistvieh! Ich wollte auch nur einen anlocken. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Jetzt habe ich wenigstens wirklich nur einen. Ich versuche den jetzt einfach mal. Ich frage mich, wie Goblin-Skelette eigentlich bluten können. Oh. Das ist echt total mies, ist das. Ja, die sind echt einfach ein bisschen zu stark, die Viecher. Die sind einfach ein bisschen zu stark. Das ist... kann man sagen, was man will. So, wo sind wir... ah, habe ich jetzt auch nicht mehr genug. Bisschen was will ich mir noch sparen von den leichten Wundenheilungen. Was nehme ich denn? So. Ja, den werde ich jetzt hier ein bisschen mit Magie ärgern. So, das ist auch mal eine Kunst, hier alles
auf dem Boden liegende einzusammeln. Da hilft einfach nur stupides Zickzacklaufen. Was anderes kann man da echt nicht machen. Und dann einfach warten, bis da hier so ein Schriftzeichen, Name auftaucht. Und dann einfach klicken. So, hier hinten müssen wir allerdings noch ein bisschen vorsichtig sein, denn hier streunt noch irgendwo so ein Bossmonster rum. Den will ich natürlich auch nicht einfach so in die Arme laufen. Denn wie wir wissen, sind die Bossmonster immer extrem stark. So, hier dürfte jetzt auch irgendwo gleich die Armbrust rumliegen. Da ist er auch schon. Ja, der Ort strahlt etwas Unheimliches aus, auf jeden Fall. Ach Gott, wenn ich dran denke, dass wir irgendwann mal hier stehen werden und dann das Auge Innos heilen. Ha, kann ich mir jetzt echt noch nicht vorstellen, dass wir das wirklich machen. Ich speichere lieber mal kurz ab. Als ich das erste Mal hier oben war, bin ich dem Vieh nämlich wirklich voll reingelaufen. Hat er natürlich wie üblich nicht gespeichert. Das heißt, ich durfte ein gutes Stück nochmal spielen. Da ist er auch schon. Ihr seht ihn wahrscheinlich. Hier. Mordgieriger Schattenwark. Und der ist wirklich richtig stark. Da kann man wirklich einkloppen auf das Viech. Bah. Der zieht einen ziemlich runter. So, damit wären wir hier auch schon fertig. So, dann gucken wir jetzt noch, wo die eine Stelle ist von den Krautsammlern. Die müsste eigentlich auch direkt hier unten sein. Und da die Waage ja weg sind, dürfte das auch ein einfaches Spiel werden. Ich kann sogar gucken, ob ich nicht von hier direkt hinkomme. Ja, könnte sogar klappen. Wunderbar. Hier sind sie auch schon. Ich ziehe mir da meinen Novizenrock an. Das kann ich, glaube ich, mit dem nicht sprechen. Wer seid ihr? Ich bin Hannes, ein Templer der Bruderschaft. Und die Jungs, die du hier siehst, sind Sumpfkrautsammler. Wie läuft die Sumpfkrauternte? Nicht schlecht. Du bist nicht sehr gesprächig, was? Nein. Balkadar, schick mich. Was wünscht der Guru? Er bat mich, das von euch gesammelte Sumpfkraut abzuholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm das. Vergiss nicht, bei den anderen Sammlern vorbeizuschauen, wenn du noch nicht dort warst. Andernfalls könnte jemandem die Ration als zu klein erscheinen, und man könnte auf den Gedanken kommen, du hättest die Hälfte davon verkauft, hehi. Hehi? Hehi? Ich hoffe, ich komme hier hinten irgendwo wieder runter. Sollte aber dann mal gut klappen. So, ich ziehe auch gleich wieder meine Lederrüstung an, weil in der fühle ich mich irgendwie wohler. Und jetzt kann ich ja mal gucken, ob wir alles so erledigt haben. Was ich auf jeden Fall noch machen will, zu Xardas noch mal kurz gehen
mit dem so ein paar Sachen nochmal durchquatschen, weil da gibt's wieder einiges zu reden wahrscheinlich. Und den Rohstand in der Stadt besorgen, habe ich mir aufgeschrieben. Dann werden wir mal gucken, ob wir das gute Schiff der Paladine noch ein bisschen plündern können. Und irgendwann demnächst werden wir auch mal versuchen, dass wir Dexter aus den Socken hauen, dass wir endlich mal hier vorankommen. Sprich, dem Ring des Wassers angehören können und so weiter. Und dann wird's, sage ich mal, auch schon langsam echt Zeit für eine Gilde. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal ein paar Kommentare abwarten. Im Moment steht's ja so lala, so zwischen Sektenlager und Nekromant. Da wird die Entscheidung echt eng, was ich jetzt mache. So, endlich wieder zu Hause hier. Wird auch Zeit. Er redet einfach zu viel. Ja, die kann wohl nur mich meinen. Und wer muss die Arbeit ja machen? Zumindest in den Parts, bevor wir diese Sprachmod installiert haben. Weil da habe ich wirklich sehr, sehr viel geredet. Oh, und da fällt mir noch was ein, was wir machen müssen. Du. Kannst du mich heilen? Ja, er kann mich heilen. Er ist ja auch der Stadtheiler. So. Das kann ich alles noch nicht machen. Nee, da kann ich echt gar nichts machen. Wir müssen noch mit Zuris reden. Ja, da hinten. Und mit ihm hier. Habe ich eigentlich schon diesen besonderen Sumpfkrautstängel? Weil da gibt es einen besonderen. Also irgendwie will der gerade nicht mehr. Leute, ich sag schon mal ciao und bis zum nächsten Mal, weil ich glaube, der schmiert mir gerade wieder ab. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Part.